Willkommen zurück hier zu Gothic. Auf den letzten Schritten ins Minecrawler-Nest. In Rot. Ummantelten Gängen. Was wohl für Blut stehen soll, ich weiß es nicht. Aber die engen Gänge haben immerhin den Vorteil, dass immer nur ein Minecrawler, vielleicht auch zwei, aber nicht mehr gleichzeitig angreifen können. Deswegen ist es gerade zwar ein bisschen düster, aber es läuft ganz gut. Und was ist das da hinten? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie eine Minecrawler-Königin. Lässt sie mit sich reden? Sieht nicht so aus. Wow, die haut rein. Verdammt. Haut die rein, ey. Gut, dann muss ich mich mal eben heilen. 95. 95 Lebenspunkte. Naja, 12 und 12. Und 8. Und 8 macht schon mal 40. Dann fehlen noch 55. So, wie kriege ich die 5 hin? Da, eine 15. Jetzt sind es noch 40. 40. 1. Noch 30. Und dann kann ich noch zwei davon hinterher schieben. Und von dem Fleisch habe ich echt genug. Ich habe hier fast nochmal genauso viel in Ruhe. So, komm hier, liebe Königin. Also, was heißt lieb? Lass dich vernichten. Boah, halt ich viel aus. Wow, 2000 Erfahrung. Geiler Scheiß. Und, okay, wenn man dauerhaft auf sie draufschlägt, dann kann sie auch selber nichts machen. Hatte ich gerade so das Gefühl. Deswegen da gerade auch nichts passiert ist. Ich habe keinerlei Schaden bekommen. Aber es gibt ja Minecrawler-Eier. Kann ich die essen? Wahrscheinlich nicht. Crawler-Zangen. Da oben, Minecrawler-Ei. Diese Eier wurden von einer Minecrawler-Königin gelegt. Sie enthalten ein viel stärkeres Sekret als die Zangen der normalen Minecrawler. Wow, sonst ist hier aber nichts. Aber das Licht ist wieder weg. Habe ich die ausgenommen? Ich glaube ja, ne? Ja, die habe ich ausgenommen. Wow! Damit könnte jetzt auch der Nachschub von Minecrawlern unterbrochen sein. Das heißt, unter Umständen habe ich damit jetzt sogar die alte Mine gerettet. Verdammt. Das wollte ich jetzt nun wirklich nicht. Was ist das denn? Sieht ein bisschen aus wie ein Tor. So zwei Pfosten links und rechts. Wo ist die Fackel hin? Da ist die Fackel. Ach, dieses Spiel ist manchmal so buggy. Man muss es doch einfach lieben. Und irgendwie, obwohl die Fackel eigentlich dunkler ist als der Lichtzauber, funktioniert die Beleuchtung mit der Fackel hier um einiges besser. Und was war da gerade da oben? Ach so, ein Erzklumpen an der Decke. Wer kommt denn auf so eine Idee? Das kann man auch nie im Leben abbauen. Erwache! Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Der Schläfer erwache! Aber dann hast du doch keinen Schläfer erwache. Mehr. Denk doch mal nach. Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Kor Kalom erwartet dich bestimmt schon. Der Schläfer erwache. Du weißt doch gar nicht, dass ich Eier gefunden habe. Erwache. Und du weißt überhaupt nicht, was für eine Mission ich habe. Woher wusste der das? Ich habe das Nest der Königin gefunden.
Du hast Mut und Kampfgeist bewiesen. Solche Leute können wir gebrauchen. Möge der Schläfer dich schützen. Was war das gerade? Ja, das ist klar. Nee. Irgendwelche Infos habe ich gerade. Förderung zum Templer. Ah, ich könnte jetzt Templer werden, obwohl ich Bandit bin. Das ist ja lustig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hallo. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich bezweifle gerade irgendwie auch, dass es geht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wobei ich natürlich überhaupt nicht daran interessiert bin, Templer zu werden. Ich finde es dafür nur interessant. Weil ich eigentlich dachte, wenn man sich einmal auf ein Lager festgelegt hat, dann muss man dabei bleiben. So, wen könnte es denn interessieren, dass ich das Nest der Minecrawler ausgeräuchert habe? Das könnte vielleicht der Schmied sein, der direkt hier nebenan wohnt und arbeitet, aber gerade so beschäftigt ist, dass er nicht mit mir reden will. Ist mir zu blöd. Ja, so viel dazu. Und das nennt man dann Ferngespräch. Das hatten die im Mittelalter also auch schon. Ian könnte doch bestimmt es toll finden, dass ich die Minecrawler-Probleme gelöst habe. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Erfahrung von. Ich bin jetzt Stufe 9 und ich brauche nur noch knapp gute 1000, 1050. Dann bin ich Stufe 10 und kann Söldner werden. Yeah. Das ist bestimmt kein Zufall, dass ich gerade jetzt auch ein Angebot als Templer kriege. Das ist wahrscheinlich schon so gedacht, dass man hier so ungefähr Stufe 9 oder 8 oder 10 hat. Schauen wir mal, was Ian dazu sagt. Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Was? Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier, nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Eine Kiste Bier. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Nein, eine Kiste Bier. Vielen Dank. Und was sagt der? Hey, wo ist der Alte? Der war doch an dem anderen Erzbrocken. Da war doch mal einer, der ganz viel geredet hat und gemeint hat, ich soll mich damit abfinden, hier drin zu sein, im Lager, in der Kolonie. Und ich werde nie wieder rauskommen. Hätte mich jetzt mal interessiert, was er dazu sagt, dass ich seine wahrscheinlich auch als für ihn hingenommene Minecrawler-Plage beseitigt habe. Nee, die haben bestimmt nichts Neues für mich. Wen könnte es noch interessieren? Den Wachposten ganz am Eingang, den vielleicht. Ich meine, der hat auch mal irgendwas gesagt von wegen Minecrawler und ich soll aufpassen und im Hauptschacht bleiben. Da drüben, da drin, glaube ich nicht. Nee. Interessant wäre natürlich auch jetzt, was so ein normaler Templer dazu sagt. Nichts. Bis dann. Möge der Schläfer. Ja, passt schon. Die denken alle nicht nach, sonst wüssten sie, dass sie keinen Schläfer mehr haben, wenn er erwacht. Die sind so dumm. Die sind alle so dumm. Denken keine Sekunde nach, bevor sie irgendwas sagen. Den da meinte ich, genau, Drake. Okay, du. Wir sehen uns. Hast auch nichts zu sagen. Na gut, dann werde ich mal eben speichern. Ich habe irgendwie auch ein bisschen Schiss, dass es beim Levelwechsel kaputt gehen könnte. Da ist mir ja schon mal die Steuerung abgestürzt. Genau bei diesem Levelwechsel von drinnen nach draußen. Ja. Achso, ja genau, die Außenwelt, die braucht ja um einiges länger. Schon cool aus, ne? Diese Barriere, so von innen. Eigentlich. Wenn man nicht wüsste, dass die einen hier einsperrt, dann wäre das schon eine glückliche Sache. Was macht die hier eigentlich? Ich dachte, dass die lässt das Gitter vor der Mine runter. Hier, das da.
Sehr cool, ich kann die Leute einsperren. Ich halte mich da lieber raus. Konatrak, warst du nicht unten dabei? Nee, warst du nicht. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Ich habe so ein Gefühl, dass die Lösung eures Problems gerade in meinem Inventar liegt. Okay, jetzt muss ich also zum Sumpflager. Irgendwie, muss ich ja sagen, sieht es bei Nacht schon ziemlich gut aus. Ich frage mich, wo das Licht herkommt. Ist da ein Mond? Ah, da ist der Mond. Genau, da ist der Mond. Der sieht eh so ein bisschen aus wie der Erdenmond. Also, vielleicht soll er das ja auch sein. Und da sehe ich irgendwo Feuer. Da unten? Hat da jemand ein Lager? Oder sind das nur Grafikfehler? Das könnten natürlich Grafikfehler sein. Ich glaube, in der Nacht in den Wald zu gehen, ist vielleicht keine so kluge Idee. Und werde deswegen jetzt einfach mal abhauen. Egal, was hier so potenziell auf mich warten könnte. Was Nützliches. Nee. Ich habe die Eier, ich habe meinen Auftrag. Ah, da ist ein Scavenger. Verdammt! Nein, mit Licht bekommt man einen Scavenger nicht tot. Das sollte ich eigentlich mittlerweile gelernt haben. 3 Lebenspunkte hat er mich abgezogen. 3 Lebenspunkte. Wo bin ich hier eigentlich? Ist das der Fluss hier direkt nebenan? Oder bin ich hier doch im Wald? Ah ne, da ist der Fluss. Okay, alles gut. Ich dachte gerade, ich hätte mich dann doch irgendwie mitten im Wald verlaufen. Verdammt, daneben. Getroffen. Haha. Hat was so bei Nacht, ne? Kurz nach Mitternacht. Nein, Leute, das ist meiner. Dass sie immer kommen müssen und die Erfahrung abstauben wollen. Schweine. Ich könnte zu Snuff gehen, mir eine Portion Essen abholen. Aber das... nee, das lohnt sich doch gerade nicht. Gibt es im alten Lager irgendwas, was ich erledigen könnte? Ich glaube nicht, ne? Ich müsste natürlich den Brief zu den Feuermagiern bringen. Also im Prinzip das, was ich schon seit Anfang an machen sollte und wollte. Aber ich darf ja nicht rein zu den Magiern. Ich darf ja noch nicht mal in die Burg rein. Ich glaube, um da reinzukommen, müsste ich erst Magierbote werden. Ja, wollt ihr auch noch? Die Frage ist nur, wie werde ich Magierbote? Nein, vielleicht hilft ja die Quest, die ich ja gerade mache, dabei. Vielleicht werden mich die Templer ja als Magierbote einstellen oder so. Wenn ich denen jetzt ihre Minecrawler-Sekret-Sorgen nehme oder nehmen kann oder nehmen werde. Hoffe ich doch mal. Boah, ist das gut. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Stärke so in die Kampfstärke eingeht. Also, dass die Stärke daran eingeht, wie viel Schaden man macht. Das sagt einem ja auch keiner in dem Spiel. Also, das sieht man nirgends. Außer man liest es irgendwo im Internet nach oder probiert es vielleicht zufällig aus. Ja, ist ja gut. Oh,
bleibst du stehen? So, geht doch. Eine Stufe aufgestiegen, yeah! Das war gerade ein bisschen ein großes Tumult. Deutlich größer, als ich eigentlich gehofft hatte. Oder wollte. Aber auch die Varaner gehen tatsächlich. Also war gut, dass ich jetzt diese Waffe gefunden habe. Varan? Genau, den da will ich. Und der zweite Scavenger. Das waren drei Scavenger. Wo ist der dritte? Liegt der da irgendwo? Scavenger. Ist das der da? Ja, der da ist es. Ich bin, glaube ich, noch nie so rum vom Nord- zum Südeingang gelaufen. Oder? Ich bin, glaube ich, einmal rückwärts andersrum in der Mulde unten gelaufen. Hab mich da aber natürlich nicht getraut, rum zu gehen wegen Wald und Gegnern und so. Ja. Kommt hier noch irgendwas? Führt der Weg zufällig zum Flager? Irgendwie ist da kein Weg, ne? Aber ja, der führt bestimmt zum Sumpflager, na klar. Oder? Ach so, über die Brücke da hinten. Nee, lass mal. Oh, was? Ups, das war keine Absicht. Naja, egal. Dann nehm ich einfach diese Abkürzung hier durch den Wald. Diese bestimmt vollkommen harmlose Abkürzung zum Sumpflager. Das könnte schon schief gehen. Okay, ich könnte auf einen übermächtigen Gegner treffen. Oder einen Rudel Wölfe. Aber solange ich in Bewegung bleibe, dürfte ja eigentlich nichts passieren. Ist da jemand hinter mir? Nö. Gut. Dann werfe ich mal einen Blick auf die Karte. Ah! Deswegen kam mir das gerade so bekannt vor. Das ist tatsächlich der Weg. Bloß, dass ich normalerweise immer dann hier entlang der Küste weitergelaufen bin. Ah. Ich wüsste jetzt so gern, was passiert, wenn man da rechts ins Wasser reinspringt und in den Wasserfall runterfällt. Ich traue mich gerade nicht, das auszuprobieren. Dann müsste ich vorher speichern und dann wahrscheinlich wieder laden. Aber eigentlich will ich ja jetzt noch zu Cor Kalom und dann die Folge beenden. Die ist ja schon viel zu lang wieder. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal und werde es vielleicht auf dem Rückweg dann ausprobieren. Ja. Genau. So machen wir das. Ich werde mich jetzt hier eine Runde aufs Ohr legen. Im Sumpflager in der Hütte des Typen, der hoffentlich immer noch an der Arbeit steckt. Hey, Lester. Nee, okay. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, aber nur solange er schläft, ne? Okay. So langsam wird der Witz alt mit dem Schläfer, der nicht mehr schläft. So, wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin will? Ich glaube, das Klügste wäre hier außenrum. Ist das hier? Ne, eins weiter noch, gell? Glaube ich. Auch nicht da. Sondern hier müsste das sein. Da so? Hier so? Na? Na, klasse. Sumpflager bei Nacht. Das kann schon schief gehen. Das könnte schon passieren, aber nee, ich hab's. Genau, da wollte ich hin. Und der Typ ist tatsächlich immer noch bei der Arbeit. Das ist doch echt unglaublich. Ja, bis zum nächsten Morgen schlafen. Sehr schön.
jetzt nicht abstürzen, Spiel oder Aufnahme, sonst bin ich sauer. Gut, immerhin ein Auftrag geschafft, nämlich die Crawler zu erledigen und die eine bessere Quelle für das Crawler-Sekret zu erschließen. Und bei der Gelegenheit... Kane, du schon wieder? Ach, du bist dein Assistent, ne? Nicht wahr? Ja, irgend sowas. Und bei der Gelegenheit natürlich dann das Lager der Minecrawler ausgeräuchert, das Nest der Minecrawler ausgeräuchert. Wovon natürlich das alte Lager profitiert, was mir ein bisschen bitter aufstößt. Aber gut, hey, man kann nicht alles haben. Wie auch immer. Wie gesagt, die Folge ist eigentlich schon viel zu lang. Und ihr habt es auch gerade gesehen, ich habe gespeichert auf Aufnahmeende. Und beim nächsten Mal werde ich dann Korkalom die Eier abliefern und in der Story weiter voranschreiten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.